Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin, heute mit Dirty Dancing Challenge. Dann sehen wir Highlights von Reykjavik und last but not least sehen wir, wie eine Primetime gemacht wird, live an Bord. Viel Spaß! Auf AIDA Blue standen die Zeichen neulich auf Dirty Dancing und alles, was dazugehört, wurde gezeigt. Ob es die Hebefigur gibt, das seht ihr gleich. Und wenn ihr auch schon mal richtig tolle Partys auf AIDA gefeiert habt, hier unten gehören die Bilder davon hin. Und jetzt gucken wir uns an, Dirty Dancing, die Challenge. Hallo liebe Gäste, herzlich willkommen zum internationalen Dirty Dancing Tag. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, diesen ganzen Tag hinter diesem ganzen Motto stellen zu können. Und deswegen lade ich jeden Gast persönlich ein. Und hier noch eine Einladung und hier noch eine Einladung. Und die Crew hat sich auch was ganz Tolles einfallen lassen. Eins, zwei, drei, vier. Kreuz, seit, zurück. Kreuz, seit, zurück. Kreuz, seit, zurück. Machen wir noch 1, 2, 3, 4. So, die Crew hat sich ordentlich ins Zeug gelegt und das muss ich jetzt auch tun. Und dafür habe ich in der Primetime unseren Tanzlehrer Fabio eingeladen. Es gibt ja auch bei dem Film Dirty Dancing einen ganz wichtigen Tanz. Geh du mal auf die Seite. So, dann stehen wir nämlich gleich richtig. Das heißt, der Herr beginnt links vor und du bist ja selbstverständlich die Dame. Ja, sonst würde das hier nicht klappen. Ja, also ich bin jetzt Baby? Du bist natürlich, du bist so Baby. Oh. Mein Gott. Okay, versetz dich mal in die Rolle hinein. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ich würde jetzt sagen, da brauchen wir natürlich auch die Musik dazu. Stefan, ich habe mir was überlegt und zwar, Stefan, ich möchte ganz gerne, dass du bis heute Mitternacht die Hebefigur lernst. Du hast hier jetzt einen Tanzlehrer da. Ich merke mir genau, wer hier applaudiert hat. Also ich merke schon, unsere Gäste haben auch Lust da drauf. Okay. Hand drauf. Sehr okay. Gut, ihr habt es gesehen, liebe Gäste. Wir sprechen uns noch. Stefan, lebst du noch? Wir sehen uns gleich. Auf dem Pooldeck. Und hier ist sie wieder, eine eurer Lieblingsrubriken. Wir zeigen euch die Welt. Heute Reykjavik. Boris Henn, unser Lektor, ist mit Annette, unserer Entertainment Managerin, unterwegs und zeigt euch die Highlights. Liebe Annette, guten Morgen. Man konnte ja nicht ahnen, dass das wichtigste Accessoire des Tages sein würde. Eine Sonnenbrille. Auch heute Nacht hat man sie gebraucht. Ich bin nämlich noch unterwegs gewesen um Mitternacht. Da war die Sonne immer noch da. Und es war so hell, dass man ohne Sonnenbrille wirklich gar nicht vor die Tür gehen konnte. Jetzt sind wir angekommen hier an einem wunderbaren Fleckchen Erde und hinter uns schießt öfter mal was Großes, Heißes aus der Erde. Was ist das, lieber Boris? Ja, das ist ein Geysir, quasi der Geysire der Geysire. Eigentlich heißt der Hof, der hier zu diesem Stück Land gehört, Geysir. Und dann hat man einfach mal alle dieser Springquellen auch Geysir genannt. Es ist so, dass da heißer Wasserdampf quasi aus der Erde kommt, alle 6 bis 7 Minuten, eine riesige Fontäne. Das ist richtig heiß unter uns. Das Wasser hier, was hier so fließt, zwischen 80 und 100 Grad, man könnte theoretisch Eier kochen darin. Wir sind angekommen hier am Wasserfall. Man muss wirklich sagen, es ist ein atemberaubender Anblick. Er heißt nicht umsonst der goldene Wasserfall, gilt als einer der schönsten auf der ganzen Insel. Und manchmal findet man einen sehr, sehr schönen Regenbogen. Dann glänzt das richtig golden hier eben auch mit den Farben des Regenbogens darüber. Und das ist natürlich etwas, was zu diesem Namen goldener Wasserfall geführt hat.
Und dann der Gedanke, dass hier eigentlich ein Elektrizitätswerk hätte entstehen sollen, ausländische Investoren hatten vor, diesen Wasserfall zu kaufen. Und dann war es eine junge Frau, eine Sigrid, die das verhindert hat vor ungefähr 80 Jahren. Und deswegen können wir hier diesen wunderbaren goldenen Wasserfall heute genießen. Wir sind mit dem Bus weitergefahren und jetzt sind wir schon in Amerika angekommen. Und das, obwohl wir immer noch auf Island sind, ist das nicht verrückt, Boris? Total verrückt. Wenige Minuten ist es her und es ist natürlich möglich, weil Island sozusagen in der Mitte getrennt wird zwischen der europäischen Platte und der amerikanischen Platte. Also zwei Erdplatten, die aneinander reiben. Und in diesem Fall ist sogar ein kleiner Graben da. Also statistisch gesehen, 2 Zentimeter bewegen sich diese beiden Platten auseinander jedes Jahr. Das würde ja bedeuten, dass man irgendwann diese Insel in zwei Hälften teilt. Passiert aber nicht, weil von unten Magma quasi nach oben drückt und dann wird dieser Graben immer wieder so ein bisschen aufgefüllt. Ja, vieles haben wir gelernt heute über Island. Traumhafte Eindrücke durften wir sammeln. Und das Schöne ist natürlich, passend zu unseren Selection-Reisen hatten wir 2 Tage Zeit, Island zu erkunden, und es gibt hier so viel zu entdecken. Bei AIDA haben wir unglaublich viele und spannende Jobs. Und wenn ihr euch interessiert, zum Beispiel für den Bereich Fernsehen, alles, was im Fernsehen so passiert, dann zeige ich euch mal hier jetzt in dem nächsten Film, was ein Media Manager alles macht und wie zum Beispiel eine Primetime an Bord entsteht. Guck mal. Also bleiben Sie dran, denn jetzt geht's los mit der Primetime. Mein Name ist Annika Mecke, ich bin Media Manager an Bord und zu meinem Team gehören der Redakteur Bordmedien sowie 4 TV-Operatoren. Ich bin verantwortlich für alle Medien in gedruckter sowie digitaler Form und übernehme die Aufnahmeleitung bei den Showformaten Reisequiz, The Voice of the Ocean und für unsere tägliche Primetime. Ein großer Applaus nur für die Fee, die ist nämlich heute Abend hier. Die Primetime ist eine Unterhaltungsshow mit einem aktuellen Rückblick auf den Tag. Wir laden Talkgäste ein, überlegen uns Spiele und begrüßen unsere AIDA Stars als Showspot. Zum Primetime-Team gehören der Entertainment Manager, der die Moderation übernimmt, unser TV-Team, das für die Ablaufregie, das Bedienen der Remote-Kameras und unserer mobilen Kamera zuständig ist, sowie die Theatriumstechniker, die sich um die Gewerke Ton, Licht sowie Bühne kümmern. Und unser Showmanager, der nimmt die Einteilung der Showspots für die Primetime vor. An jedem Morgen findet unser Primetime-Meeting statt, in dem wir den Ablauf für die Sendung am Abend beraten. Im Anschluss finalisiere ich den Ablaufplan, lade die Gäste ein und nehme alle erforderlichen Absprachen vor. Als letzten Schritt fertige ich die Moderationskarten an. Kurz vor der Sendung bereite ich alles vor, was für die Show erforderlich ist. Und wenn alle standby sind, kann es losgehen. Während der Sendung bin ich mit den Technikern im Front of House, den TV-Operatoren im TV-Studio und an der mobilen Kamera verbunden. Des Weiteren habe ich die Möglichkeit, dem Moderator über das In-Ear während der Sendung Anweisungen auf der Bühne zu geben. Mein Job gefällt mir, weil er mir die Möglichkeit gibt, redaktionelle Aufgaben mit dem Arbeiten im TV-Bereich zu verbinden. Außerdem ist uns mit der Primetime ein Showformat geboten, in dem wir uns täglich neu erfinden können. Bis dahin, einen wunderschönen Abend und bis gleich! Und wenn ihr auch jemanden kennt, für den so ein Job spannend wäre, dann soll er sich unbedingt bei uns melden. Und jetzt kommen wir, ihr habt lange darauf gewartet, zur Verlockung der Woche. Wir starten in La Romana und fahren als erstes nach Ocho Rios. Auf zu den Maya-Pyramiden. Wir erreichen Cozumel und Belize. Es geht weiter zur kleinen Insel Grand Cayman und nach Montego Bay. Die nächsten Häfen sind Samana und Tortola. Noch ein Halt in St. Martin und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, La Romana. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von Bord unserer Schiffe mit der weltallertollsten Musik. Und nicht vergessen, hier unten drunter eure tollsten Partybilder von AIDA. Viel Spaß und bis zur nächsten Woche. No need to run too high. It's so wonderful, wonderful, wonderful. No need to laugh and cry. It's so wonderful, wonderful. Thank you.
Wonderful life.